Heute verdienen wir passives Einkommen mit Pinterest. Seid gespannt. Mein Name ist Michael Kurze. Wir schauen uns dieses Video hier an. Und du bist auf dem YouTube-Kanal Michael Kurze von 0 auf 6-stellig. Das bin ich. Und ich würde einfach mal sagen, Attacke. Passives Einkommen ist immer gut, oder? Willkommen zurück auf unserem Kanal. Habt ihr einen eigenen YouTube-Kanal oder eine Webseite, die mehr Besucher und Aufrufe vertragen könnte? Wir haben heute die Lösung für euch. Mit dieser Methode könnt ihr eure Reichweite spielend einfach vergrößern. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, ne? Und Reichweite, ey. Leute, gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen. Und zwar mit Pinterest. Wir zeigen euch heute, wie wir Pinterest Pins erstellen. Ist das sein Account? Nochmal. Vergrößern. Und zwar mit Pinterest. So, das ist irgendwas mit Design und so, Wohnideen und so weiter. Okay, 1,9 Millionen Aufrufe. Schade, dass nicht sein Account. Mein Account hatte so in den besten Zeiten 50.000 Aufrufe im Monat, jetzt gerade so um die 20.000. Das geht sehr, sehr schnell. Pinterest ist eine coole Trafficquelle. Wir zeigen euch heute, wie wir Pinterest-Pins erstellen und wie ihr das besonders einfach und kostenlos hinbekommt. Vorab noch ein paar Tipps, wie ihr euer Profil auf Pinterest optimal aufbaut und startet. Beginnt am besten mit 1 bis 2 Pinwänden auf eurem Profil. Später könnt ihr das auch locker auf 10 bis 12 aufstocken. Aber 1 bis 2 reichen am Anfang. Befüllt diese 1 bis 2 Pinwände mit jeweils 20 bis 30 Pins, also Einträgen auf eurer Pinwand. Was wichtig ist, um nicht Gefahr gelaufen auf Spam oder einer Blockierung zu laufen auf Pinterest, ist wie gesagt nicht auf einmal so viel zu posten. Startet ihr auch hier am Anfang mit ca. 5 Pins am Tag, das könnt ihr mit der Zeit etwas erhöhen, aber am Anfang reicht das erstmal. Er hat geschrieben 20 bis 30 Pins oder so, das ist schon echt viel. Ich habe 10 bis 15 maximal oder so, aber 15 Pins, weil wir haben ja, das Lustige ist, wie ist das Video? Passiv. Ne? Und ich habe sogar einen Workshop dazu, wenn ihr hier auf YouTube, hier auf Shop geht oder so, gibt es ein Pinterest-Workshop, den gibt es hier unten. Dann gibt es für 29,95 2 Stunden Content oder so. Da zeige ich alles, wie ich das mache. Also nicht nur 10 Minuten Video, sondern echt über 2 Stunden Content. Klickt da einfach drauf. Unter dem Video verlinke ich das auch nochmal. Aber passiv ist das nicht. Ne? Es ist nicht passiv. Es ist halt cool, dass man das einmal macht und diese Pins können nach 1-2 Jahren noch viral gehen. Das ist halt das Coole daran. Seid bitte geduldig. Wie wir bereits erwähnt haben, werdet ihr dann nicht über Nacht reich. Also fangt langsam an und der Erfolg wird sich auf jeden Fall einstellen. Wir gehen nun zu unserem Pins erstellen. Das kann man auf dem Smartphone machen, auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Bevor wir hier mit dem Design starten, noch ein paar Tipps für die Erstellung der Pins. Wir werden darauf achten, dass wir die Pins in Hochformat erstellen. Diese werden wesentlich höhere Impressionen erhalten als Pins im Querformat. Das liegt daran, dass der Homefeed und vor allem der Homefeed auf Smartphone... Stimmt auf jeden Fall. Wobei ich habe auch ab und zu mal, dass ich nur das Video poste und so ein paar quer, damit es halt so ein bisschen unterschiedlicher ist. Aber generell, ja, Hochformat auf jeden Fall. ...und Tablet darauf ausgerichtet ist, diese besser anzuzeigen. Wenn wir uns mal den Homefeed hier anschauen und durchscrollen, sehen wir fast ausschließlich Pins in Hochformat. Also nutzt diesen Tipp, um höhere Impressionen für eure Pins zu erreichen und mit eurem Account zu wachsen. Los geht's nun mit der Erstellung. Also, wie ich bereits schon erwähnt habe, werde ich alles um das Thema Reisen und Wohnmobil für eine Wohnmobilreise promoten und meinen Account und mein Content entsprechend um dieses Thema aufbauen. Das ist übrigens eine sehr, sehr coole Nische. Reisen geht immer und man kann da in der Nische extrem viele andere Produkte promoten. Ob das eine Kreditkarte ist, ADAC-Mitgliedschaft und. Aber auch bei Wohnmobilen kann man auch das Zubehör, ne, zum Beispiel so ein Sonnendach oder so, oder ganze Autos verkaufen, aber man kann auch die Plattform, wo man die mieten kann und so weiter. Oder Flüge hin, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die wollen Camping in Amerika machen oder in Australien oder so und dann kann man auch Flüge verkaufen und. Das ist eine sehr, sehr coole Nische. Pins, die wir hochladen wollen, designen wir wieder in Canva. Also gehen wir auf Canva, wir geben also Pinterest ein in die Suchleiste und suchen uns eine Vorlage aus. Hier können wir auch wieder als erstes kostenlos auswählen, falls wir keinen Canva Pro Account eingerichtet haben. Noch ich weiß ja nicht, die Reihenfolge, ich würde ja erstmal ein Partnerprogramm auswählen. Ne? Wir machen ja auch Affiliate-Marketing. Ne? Erstmal das vernünftige Partnerprogramm und dann kann man das Design wählen oder so, weil je nach Partnerprogramm hat man ja eine unterschiedliche Zielgruppe. Noch ein Tipp, wenn ihr die kostenlose 7-Tage-Testversion nutzen wollt, da könnt ihr das gerne tun. Hierbei würde ich euch aber empfehlen, im Vorfeld alles zu planen, also sucht euch genügend Ideen und plant eure Pins, damit ihr in den 7 Tagen so viele Pins wie möglich mit dem Canva Pro Account und Vorlagen erstellen könnt.
Wenn diese Testzeit abgelaufen ist, könnt ihr immer noch einen bezahlpflichtigen Account einrichten und wenn ihr die Funktion der Pro-Version nutzen wollt und die euch gegenüber der kostenlosen Version überzeugen. Also haben wir nun eine Vorlage gefunden, klicken wir hier einfach wieder drauf. Wir können die Vorlage anpassen und dann das Design da bearbeiten. Wir können den Text ändern, wir können Bilder einfügen, wir können hier links Elemente und so weiter einfügen. Jetzt kommt noch ein Tipp für uns, für die Fotos, wenn ihr selber Fotos einfügen wollt von euch und ihr habt keine, könnt ihr welche bei Google suchen. Ihr müsst aber darauf achten, lizenzfreie Bilder und Fotos zu verwenden, damit ihr keine rechtlichen Probleme mit den Eigentümern der Daten bekommt. Hierfür nutzen wir zum Beispiel... Das hat er echt schön erklärt, ne? Also Urheberrecht, da muss man auf jeden Fall mal aufpassen. Man kann natürlich auch gucken, ob das Partnerprogramm, was man bewerben möchte, ob die da halt etwas... Ich verstehe es noch nicht ganz genau, weil vorher hat er ja gerade YouTube-Kanal promoten und so weiter. Jetzt in Beschriftung steht Affiliate-Marketing. Schauen wir mal. Beispiel die Seite pixabay.com. Hier gibt es unzählige lizenzfreie Fotos und Videos, Vektorgrafiken und so weiter. Wir geben zum Beispiel mal Camping ein und schauen uns die Ergebnisse an. Uns gefällt zum Beispiel hier diese Abbildung besonders, also klicken wir hier drauf. Naja, es kommt daran, wenn ich jetzt ein Zelt zum Beispiel von Amazon promoten möchte, dann würde ich auch das Produktfoto nehmen oder so, ne? So, also wenn das jetzt genau dieses Zelt ist, was ich promoten möchte, das macht natürlich irgendwie mehr Sinn, wenn der Pin dann nachher Bezug hat zu das, wo ich die Leute nachher hinleite. Es macht sowieso bei Pinterest extrem viel Sinn, einen Blog dazwischen zu schalten, dass du die Leute auf deinen Blog bekommst, dort vielleicht eine E-Mail-Adresse einsammeln, dort vielleicht einen Facebook-Pixel hast und so und nicht die Leute von Pinterest sofort über den Affiliate-Link zum Vendor schicken oder zum Partnerprogrammanbieter, ne? Sondern eher dann halt, dann hast du auch nicht das Problem, dass du gesperrt wirst, ne? Also, du wirst selten gesperrt bei Pinterest, nicht so wie bei anderen Plattformen, aber die mögen es trotzdem nicht, wenn du einfach mal immer, also 40 Amazon-Links jeden Tag postest oder so und dann ist natürlich die Gefahr höher, dass du irgendwann mal gesperrt wirst. Und dann können wir auch das direkt kostenlos runterladen. Gehen wir nun zurück zu Canva und nutzen das Foto für unseren Pin. Wir gehen auf unsere ausgewählte Vorlage und gehen auf Foto importieren hier oben links und dann können wir das Bild... Also du kannst auch, wenn ich hier bei Download oder so, kann ich das auch sofort hier reinziehen. Ne? Also das geht sehr, sehr gut. Ich liebe Canva. Ich habe das Jahresabo sofort abgeschlossen. Ich habe das ein paar Monate mal getestet und jetzt glaube ich schon 3 Jahre benutze ich das. Hier direkt reinladen und den Pin weiter bearbeiten nach unseren Wünschen. Nachdem wir unsere Designs für die Pins fertig haben, machen wir das Ganze jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf für 2 weitere Designs für Pins für unsere Pinnwand. Ja, ich hätte jetzt eigentlich mal vorher geguckt, was promote ich, ne? Also die Reihenfolge. Und dann dafür dann halt für das Produkt gezielt etwas zu machen und beim Text oder so vielleicht auch mal, auch bei der Beschreibung mal gucken, ob er dann halt gleich ChatGPT benutzt oder so. Ich kann euch sagen, die werden jetzt nicht so gut konvertieren oder so. Ne? Aus einem Grund, weil ihr müsst auch immer gucken, wie die Pins der Konkurrenz aussehen oder so. Ne? Aber ja, also bei Pinterest wird das hier zum Beispiel echt nicht gut konvertieren. Das hier vielleicht schon eher, wenn das halt noch ein bisschen so, hey, ja. Zum Beispiel, ich würde hier, also was echt gut läuft oder so, die 7 besten Camping-Gadgets oder sowas. Und dann in den Blogbeitrag die dann halt aufführen oder so. Also Zahlen oft, ne? So, das läuft echt gut bei Pinterest oder so. So, und nun haben wir unsere ersten 3 Pins erstellt und können die herunterladen. Wir wählen hier die Seiten aus, welche wir uns downloaden wollen und dann gehen direkt auf alle Seiten. Diese stehen nun bereit, um unsere Pins auf Pinterest zu erstellen. So, nachdem wir jetzt unsere Pins designt haben, wollen wir diese ja auch erstellen. Wir klicken jetzt hier oben auf Pin erstellen, dann können wir unser Design hier direkt reinladen, per Drag and Drop oder per Auswahl der Datei. Dann fügen wir noch... Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Sinn macht oder so, aber ich nenne die Datei bei Pinterest trotzdem immer so, wie ich
ranken möchte, also das Keyword packe ich dort in der Datei rein. Ne? Also zum Beispiel, wenn der Pin natürlich um passive Einnahmen, passives Einkommen mit Pinterest geht oder so, dann nenne ich die Bilddatei auch so. Ich weiß nicht, ob es wirklich etwas bringt oder so, ne? Aber ja, mache ich. Ein Titel hinzu. Hier können wir zum Beispiel zu Camping-Equipment das beste Camping-Equipment reinschreiben. Dann könnt ihr hier noch eine detailliertere Beschreibung reinschreiben, was ihr den Leuten noch mitteilen wollt. Zum Beispiel schreiben wir hier rein, alles, was ihr auf Reisen oder beim... Also ich würde es echt mit ChatGPT machen oder so. Dann sage ich, hey, gib mir da 5 verschiedene Ideen dazu. Ne? Und benutze aber, ich glaube, 300 Zeichen schreibe ich immer rein, weil dann 300 Zeichen darfst du benutzen und inklusive 3 passender Hashtags. Hashtags sind nicht ganz so wichtig oder so, aber es schadet auch nicht. Es ist halt eher vom Vorteil. Camping benötigt, ja. Findet ihr hier. Wenn wir unseren Text dann verfasst haben, können wir uns auch Gedanken machen, ob wir einen Link von unserer Webseite reinschreiben wollen. Wir wollen ja schließlich dann auch was verkaufen über Affiliate-Links. Also werden wir dann, wenn wir eine Website haben, die da hinpacken. Ansonsten könnt ihr auch einen YouTube-Kanal oder irgendwas, was ihr promoten wollt, damit hinschreiben. Wenn ihr noch keine Pinnwand erstellt habt, wo ihr die ganzen Pins hin tut, könnt ihr das auch hier direkt hier machen bei Pinnwand. Pinnwand erstellen, Reisen und Camping. Ja, wenn ihr dann die Pinnwand erstellt habt. Also dieser Text ist auch nicht ausschlaggebend. Also das ist jetzt so, das ist echt ein schlechter Text dafür. Ne? Also das kann man auf jeden Fall viel besser machen. Habt, dann können wir unseren Pin dann einfach darauf veröffentlichen. Ja, oben links steht dann direkt Veröffentlichung abgeschlossen. Hier können wir dann auch nochmal draufklicken auf Pin anzeigen. Und das Gleiche machen wir jetzt einfach nochmal für die anderen 2 Pins. Wir gehen hier wieder auf Pin erstellen. Also es gibt sehr, sehr viele Tipps und so weiter. Also ich kann euch nur empfehlen, holt euch den Pinterest-Workshop für 29 Euro. Solange der noch so günstig ist, wenn ich da jetzt draufklicke, dann könnt ihr das hier sichern. Ihr könnt das über Digistore kaufen oder dann halt über meinen Shopify-Shop. Ja, Facebook, YouTube-Workshops gibt es auch. Aber ja, macht natürlich Sinn. Weiter. Eine Datei auswählen. Jetzt wählen wir unsere 2. Datei. Wir haben ja 3 ausgewählt. Diesmal haben wir die besten Reiseziele als Pin erstellt. Aber auch das wieder, ne? Also beste Reiseziele, also wofür? Also für Singles, für Senioren, für Familien, für Alleinreisende, für Faule, für Sonnenhungrige. Beste Reiseziele USA und so. Also man hat da echt viele Ideen und so, wenn du so einen Reiseblog machst. Aber das Ausschlaggebende ist auch, dass es auch passt zu dem Link, ne, wo du die Leute hinschickst. Also wenn ich jetzt die besten Reiseziele habe und dann finde ich auf einmal einen Blog mit Rezepten oder so, habe ich natürlich keine Conversion oder so. Dann sagen die Leute, ey, so, was soll das? Hier können wir dann auch wieder einen beliebigen Titel hinzufügen. Ansonsten auch wieder eine Beschreibung, was ihr gerne reinschreiben möchtet, was ihr euren Followern oder Aufrufern mitteilen. Das muss sehr optimiert sein, halt so ein bisschen. Ne? Das, was die Leute auch suchen. Ne? Also dann würde ich mir schon echt Gedanken machen, was da drin steht. Aber okay, weil diese Pins können auch bei Google erscheinen, eine Google-Suche. Wollt. Ja, hier zum Beispiel, ihr wisst nicht, wo eure nächste Reise hingehen soll. Wir haben eine Top-10-Liste mit den besten Zielen für Camping oder Camper und wir beschränken uns hier mal auf Europa. Hier können wir jetzt wieder unsere Pinnwand auswählen, Reisen und Camping. Aber wenn das in Europa ist, dann würde ich das auch im Titel reinmachen. Das ist so wichtig und auch im Foto so ein bisschen dokumentieren. Ne? Und ganz einfach wieder auch veröffentlichen. So, das gleiche machen wir jetzt noch für den 3. Pin. Wieder auf Pin erstellen. Diesmal haben wir ein Video. Ja, ihr könnt ja genauso Videos anzeigen. Wenn wir auf das Play drücken, könnten wir sogar noch eine Textebene hinzufügen, aber wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Hier kommt dann automatisch nach ein paar Sekunden der Text dann auch in die Mitte. Hier können wir dann, wie gehabt, auch wieder einen Titel reinschreiben. So, hier schreiben wir zum Beispiel mal die wichtigsten Tipps. Achso, was echt Sinn macht, ne? Du machst dir auch einen Leadmagnet. Du sammelst E-Mail-Adressen ein. Und dann machst du E-Mail-Marketing. Also nicht nur, dass du die Leute versuchst auf dem Blog, sondern du sagst, hey, ich habe ein gratis Lead-Magnet, die besten Camping-Tipps, die besten Reiseziele in Europa, 30 Seiten oder so oder 10 Seiten oder so und das dann halt verschenken, eine E-Mail-Adresse, weil das Geld liegt in der Liste, weil da kannst du richtig gut Geld machen.
Tipps für jeden Camper und ja, wieder eine Beschreibung dazu. Was ihr unbedingt wissen müsst als Camper, erfahrt ihr hier. Ihr werdet auf alles vorbereitet sein und euch überall wie zu Hause fühlen. So, Reisen Camping als Pinnwand ist schon ausgewählt. Hier können wir nochmal das anschauen. Und wer hat immer den Link dazu, ne? Das hat er jetzt nicht gemacht oder so, weil wahrscheinlich hat er ja auch keinen Blog oder so, ne? Gibt jetzt irgendein Beispiel. Aber ich verstehe jetzt auch nicht mit dem Affiliate-Marketing, weil das hat jetzt überhaupt nicht. Also dieses Einkommen und so weiter, das ist schon ein bisschen erstmal passiv, ist verfehlt. Affiliate-Marketing ist so ein bisschen verfehlt und es hat trotzdem 13 Likes oder so. Okay, also gerne auch liken, ne? Und abonnieren. Genau, jetzt gehen wir auch wieder einfach auf Veröffentlichen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment länger, weil es ein Video ist. Wir sehen hier oben links in der Leiste 50% und Veröffentlichung abgeschlossen. Jetzt können wir unsere Pins nochmal anzeigen lassen. Und wenn wir Achso, bei drei oder mehr Pins würde ich die auch nicht sofort veröffentlichen. Ich würde es einplanen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt diese drei Pins mache, würde ich einen Pin jetzt veröffentlichen, einen in zwei Stunden oder nochmal in zwei Stunden. Aber tagsüber, ne? So irgendwann zwischen 7 Uhr morgens und vielleicht so 21 Uhr abends oder so. Es ist so ein bisschen egal, weil die Pins bekommen da halt auch Traffic, wenn die gut sind, nach Wochen und Monaten. Aber so ungefähr würde ich das machen. Ich würde nicht hier drei Pins innerhalb drei Minuten veröffentlichen oder so, sondern schon so ein bisschen zeitversetzt. Unsere Pinnwand anzeigen lassen wollen, können wir hier auf unser Profil gehen, dann unten rechts auf Gemerkt. Und wenn wir dann auf Gemerkt sind, sehen wir dann auch unsere Pinnwand. So, unsere Pins, die wir erstellt haben, lassen wir dann eine Weile laufen. Und wir haben ja gelernt, was nicht messbar ist, können wir nicht verbessern. Also haben wir hier noch ein Analytik. Oh doch, das können wir verbessern. Die Pins kann man auch ohne Daten verbessern. Aber Center. Und wenn wir unsere Pins dann eine Weile gelaufen sind, gucken wir uns in einem von den nächsten Videos dann mal an, wie unsere Pins so performt haben, welche gut waren, welche nicht gut waren und was wir verbessern können. Wenn Ihnen dieses Video... Okay, ich weiß immer noch nicht, ob die Stimme auch eine KI ist oder so. Schau dir auch meine anderen Videos an, ne? Auf jeden Fall hier, ne? Ich habe ja sehr, sehr viele Videos, was auf jeden Fall hier 100 Euro am Tag mit den Stickern, das ist eine tolle Strategie, aber auch so ein YouTube-Kanal, kannst du super, Tom Platzer, Musik hören, fand ich jetzt nicht so toll, ne? Diese Musiktaktiken sind immer so ein bisschen, was ich noch gut fand, ach das mit Netflix, dieser Netflix-Hack, der war auch nicht, der 1000 Aufrufe, der ist auch ganz gut gewesen, also ganz, ganz viele Videos für dich, mein Name ist Michael Kotzur, ich bin raus, ciao.